Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video die Ist-Eine-Beziehung in C++ anschauen, mit der wir ja schon ein bisschen im letzten Video angefangen haben. Und wir kennen ja noch unsere Situation. Wir haben im letzten Video die Klasse B geschrieben, die von A ableitet. Und da haben wir eben die verschiedenen Möglichkeiten beim Ableiten hier angesprochen. Deswegen werde ich mir jetzt hier eben auch eine Instanz von B erstellen und wir können hier natürlich jetzt sehen, dass wir auf diesem B-Objekt die komplette API, die wir von A geliefert bekommen haben, also diese beiden Members hier und dann eben die zusätzliche Methode, die wir hier in B in dieser Klasse selbst definiert haben, diese Erhöhezähler um 3 Methode haben. Ja, und deswegen kann ich hier dann eben auch Erhöhezähler um 3 einfach mal aufrufen. Also wirklich ganz üblich, wir haben hier ein Objekt von der Klasse B erstellt und wir können das eben hier ganz einfach die API, die dieses Objekt bietet, aufrufen. Ja, und dann kommen wir eben zur Ist-Eine-Beziehung. Ich werde jetzt hier einen Zeiger auf A erstellen, das ist eben ein Pointer. Und ich lasse mir jetzt mal die Adresse von dieser Variablen auf dem Stack geben. Und wir sehen eben hier, genau jetzt haben wir die Ist-Eine-Beziehung, mit der wir eben ein Objekt, eine Instanz von B über einen Zeiger von A ansprechen können. Wenn wir natürlich nur einen Zeiger auf A haben, haben wir hier natürlich auch nur die API, die uns A bietet. Ist auch irgendwie klar. Der Compiler kann ja nicht sicher sein, dass es nicht noch eine andere Klasse gibt, die ebenfalls von A ableitet und die eben nicht B ist. Also können wir jetzt nicht hier die entsprechende API von B ansprechen, außer wir machen wiederum einen Downcast. Anyway, wir können jetzt hier eben Erhöhezähler aufrufen ohne Probleme. Und genau das Gleiche geht eben natürlich auch mit Referenzen. Wir haben hier eben jetzt eine Reference, die auf B zeigt. Wir sehen hier eben nochmal die unterschiedliche Syntax. Hier müssen wir eben tatsächlich uns die Adresse beschaffen. Hier wird das mehr oder weniger bei L-Value-References für uns automatisch gemacht. Wir müssen hier keinen Und-Operator angeben. Und trotzdem haben wir jetzt eben eine Referenz vom Typ A, die auf ein Objekt von B zeigt. Aber wie gesagt, Referenzen sind ja letztendlich nichts anderes, also Entschuldigung, L-Value-References sind letztendlich nichts anderes als konstante Pointer, die nicht umgebogen werden können. Aber die wiederum den Speicherbereich, auf den sie zeigen, ändern können. Und natürlich kann ich dann eben auch auf dieser Reference hier, wie man sieht, die API von A nutzen, aber nicht die von B. Ja, und am Ende können wir jetzt dann eben nochmal über den Pointer beispielsweise ausgeben. Was haben wir denn jetzt hier alles an Zählern erhöht? Und dann endet unser Beispielprogramm. Wir können das Ganze natürlich auch mal kompilieren und dann ausführen. Also ich erhöhe erst den Zähler um 3. Wir sollten jetzt eben bei einer gewissen Zähler ist gleich 3, genau. Dann sind wir hier bei 4 und dann letztendlich natürlich bei 5 und das geben wir auf der Konsole aus. Und wir haben ja schon in C# gesehen, vielleicht ist es nicht so intuitiv, warum sollte ich jetzt Objekte von einer Subklasse über ihre Basisklassen ansprechen, aber der Punkt dahinter ist natürlich letztendlich das Dependency Inversion Principle, dass wir gegen Abstraktionen programmieren. Und eine Möglichkeit der Abstraktion ist ganz einfach, dass wir eine abstrakte Basisklasse haben und gegen die programmieren eben Nutzer einer bestimmten Funktionalität und diese Abstraktion kann dann von beliebig vielen anderen Klassen implementiert werden. Und das macht eben unseren Code flexibel. Was dahinter steckt, ist nichts anderes als eben die Ist-Eine-Beziehung und Polymorphie. Ja, dann gibt es natürlich aber auch noch die Möglichkeit, dass wir hier was ganz anderes nutzen, nämlich keine Zeiger und
keine Referenzen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich Folgendes mache? Ich erstelle hier mir mal eine Klasse X und ich mache mir hier mal ein Feld rein. Das nenne ich Feld in X. Und dann mache ich mir hier noch einen Konstruktor, der bekommt eben einen X-Wert und den mache ich mit dem Feldinitialisierungssyntax hier gleich fest. Der eigentliche Konstruktor ist leer. Und dann mache ich mir noch eine Get-Methode, die ich sofort mal inline mache. Das kann ich natürlich auch noch mal kurz zeigen. Man kann dem Compiler einen Hinweis geben, dass man eben gerne diese Methode inline hätte. Das heißt, dieses Return oder dieses Feld in X wird dann letztendlich direkt in den Code gepastet und es kommt nicht zu einem Funktionsaufruf dieser getX-Methode. Ist ganz praktisch für Getter meines Erachtens, weil hier passiert nicht sehr viel und dadurch kann man sich ein bisschen Performance rausholen. Aber das nur am Rande. Ich mache jetzt eine Klasse Y, die leitet von X public ab. Und wir machen hier jetzt eben mal ein ganz anderes Feld, ein Double. Das ist ein Feld in Y. Und in der Public Section machen wir wiederum einen Konstruktor. Wir lassen uns einen Int geben, der eben an die Basisklasse weitergeleitet wird. Dann sehen wir das auch nochmal, wie das aussieht, wenn wir das in C++ machen. Wir geben hier einfach direkt an, dass wir den Basisklassenkonstruktor x aufrufen mit diesem Wert. Und Feld in y lassen wir eben direkt hier mit diesem y-Wert initialisieren. Und damit sind wir auch fertig. Und was wir hier natürlich wieder machen können, ist ein inline int get y constant return Feld in y. So. Und dann nehmen wir mal diesen Code, den wir vorher geschrieben haben, weg. Das ist ja eigentlich bloß eine zur Schaustellung, wie man es üblicherweise macht. Man spricht eben die Ist-Eine-Beziehung über Pointer bzw. Referenzen an. Aber jetzt kommt Folgendes. Wir erstellen uns jetzt ein Y-Objekt. Und da geben wir jetzt beispielsweise die Werte 14 und 20 rein. Oh, ich habe hier noch einen Fehler. Das sollte eigentlich Double heißen. Tut jetzt aber eigentlich nicht wirklich viel zur Sache. So. Und was passiert jetzt, wenn ich das hier mache? Wenn ich jetzt eben hier ein X-Object aus diesem Y-Object mache. Wichtig ist, was wir hier beachten müssen, ist, wir benutzen hier keine Referenz für diesen neuen Typen und auch keinen Pointer. Wenn wir uns das jetzt mal direkt auf dem Stack anschauen wollen, was hier eigentlich passiert, dann haben wir hier natürlich die Main-Methode, also alle Infos, die dazugehören, Rücksprungadresse, eventuell Rückgabewert und so weiter. Dann haben wir hier natürlich dieses Y-Objekt, wobei ich das jetzt hier ein bisschen knapp gezeichnet habe. Machen wir es doch mal so. Also wir haben hier eben ein Y-Object. Das ist vom Typ Y. Wir sehen hier keinen Pointer. Und was dahinter steckt, ist letztendlich, dass wir hier ein Feld in X haben. Das haben wir natürlich geerbt. Und da steckt der Wert 42 drin. Das ist natürlich ein Int mit dem Wert 42. Und wir haben natürlich ein Feld in Y. Das ist ein Double und da steckt der Wert 20.0 drin. Was wir hier effektiv machen, ist ein Call by Value. Und Call by Value heißt ja letztendlich nichts anderes, wenn wir hier uns mal vorstellen, ich würde hier ein Y hinschreiben, dass ich eigentlich eine neue Kopie erstelle. Wir wissen auch, dass dieser ist-gleich-Operator standardmäßig einfach den Copy-Konstruktor aufruft.
Also wenn wir hier x-Object als y betrachten würden, dann hätten wir hier eben x-Object, das wäre vom Typ y und der drin steckt eben ein Feld in x, das ist ein int mit dem Wert 42 und ein Feld in y, das ist ein Double mit dem Wert 20.0. So kennen wir das Ganze schon und das Wichtige ist ganz einfach, dass wir hier letztendlich bloß diese Werte, also alles, was hier sozusagen in diesen Feldern steht, das haben wir hier via call by value letztendlich bloß rüber kopiert. Ja, also wirklich eine Kopie dieses Y-Objekts erzeugt. So, jetzt kommt aber der wichtige Punkt. Genau das gleiche haben wir jetzt hier auch. Bloß, wir nutzen eben zusätzlich noch die isEine-Beziehung bei diesem callByValue. xObject ist natürlich vom Typ x. Und darin steckt natürlich drin, bloß Feld in x. Wir haben hier eine Instanz von x. Ja, da ist kein Feld in y drin. Hier haben wir natürlich diesen int und der wird auch problemlos rüberkopiert vom Copy-Konstruktor. Aber was uns jetzt natürlich fehlt, ist dieses Feld in y. Wir haben hier tatsächlich jetzt eben ein Problem und das nennt sich Slicing. Wir haben nämlich effektiv diesen Wert hier unten für dieses neue Objekt x-Object eben abgeschnitten. Also das, was wir hier jetzt produziert haben, ist das sogenannte Slicing. Und das tritt eben jetzt genau in diesem Fall auf. Wir haben hier eben durch diese callByValue-Operation alle Informationen, die y-spezifisch sind, für dieses neue Objekt x abgeschnitten. Und das ist das, was man in den wenigsten Fällen möchte. Deswegen ganz wichtig ist eine Beziehung. Bitte immer mit Zeigern oder Referenzen nutzen. Ich kann mir keine Situation vorstellen, wo Slicing für Sie okay ist. Genau das passiert aber, wenn Sie eben callByValue, diese ist eine Funktionalität, einsetzen. Wenn wir uns noch mal kurz ein Schema bauen, wie hat es denn vorher ausgesehen? Wir haben uns eben hier ein y-Objekt auf dem Stack erstellt und wir haben dann bloß einen Pointer gemacht, der zwar vom Typ x war, aber der hat trotzdem eben ohne Probleme auf dieses y-Objekt zeigen können. Ja, und wir haben dadurch auch nicht die Struktur geändert, beziehungsweise vorher war es natürlich eigentlich b und a in unserem vorherigen Beispiel. Aber wenn wir das eben mit Pointern beziehungsweise Referenzen machen, das ist kein Unterschied. Nichts machen, dann können wir problemlos eben auf diese Objekte zeigen und zwar nur die API, die x bildet, hier eben nutzen, aber das macht nichts. Wir haben durch Zeiger oder Referenzen eben dieses ursprüngliche Objekt nicht geändert. Wenn wir hier allerdings callByValue machen mit der ist eine Beziehung, tritt im Normalfall Slicing auf und das heißt letztendlich nichts anderes, als dass sämtliche Felder, die eben in der Subklasse erstellt wurden, für dieses neue X-Object, hier in diesem Fall, nicht zur Verfügung stehen. Und darauf bitte achten, machen Sie das nicht. Ich kann mir keine Situation vorstellen, bei der das wirklich gewünscht ist. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass es vielleicht mal irgendwann sinnvoll ist, aber das sind dann bestimmt sehr, sehr spezielle Sonderfälle und im normalen Programmieralltag möchte man Slicing vermeiden.
Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten, was wir hier zeigen wollen. Also ich nehme das jetzt gleich mal weg. Und wir werden jetzt hier eben tatsächlich einen Pointer jetzt mal erstellen, mit dem wir hier eben auf dieses Y-Object zeigen, damit wir hier eben nicht in den Punkt des Slicings kommen. Und ich werde jetzt noch einmal kurz zeigen, dass wenn wir hier eben protected bei der Ableitung angeben, dass wir hier, wie wir sehen, tatsächlich die ist eine Beziehung brechen. Wir können jetzt nicht mehr einen Pointer von einem Subobjekt nehmen und den in, über seine Basisklasse ansprechen. Also es war jetzt schlecht ausgedrückt. Wir können mit einem Basisklassenzeiger eben nicht mehr auf eine Subklasseninstanz zeigen, wie wir hier sehen. Und es ist auch vollkommen egal, ob ich hier das jetzt mit einer Referenz, mit einem Pointer mache oder einer Referenz. Wir sehen auch, mit der Referenz funktioniert es nicht. Und es geht natürlich auch nicht, wenn ich hier diesen Call-by-Value mit Aufruf mit der ist eine Beziehung machen. Es geht nicht. Genauso wenig wie beim Private Ableiten. Auch dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, diese ist eine Beziehung einzusetzen, wie wir hier unten sehen. Das heißt, wie schon im letzten Video gesagt, leiten Sie standardmäßig public ab, damit Sie die ist eine Beziehung zur Verfügung haben. Sie möchten sie in jedem Fall einsetzen, wenn Sie flexiblen Code schreiben möchten. Protected oder private ableiten kann man einsetzen, um ähnliche Funktionalität wie Kapselung zur Verfügung zu stellen. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.